Sam Bird gewinnt das Auftaktrennen zu Season 6 und André Lotterer holt im ersten Rennen für Porsche den ersten Podestplatz. Stoffel Vandoorne im ersten Rennen für Mercedes Official den ersten Podestplatz. Was ist das gestern für ein Rennen hier in Saudi-Arabien in Riyadh? Der Sam Bird ist hier hinter mir auf dieser riesigen Kulisse draufgeschlagen auf dem Podium und hat sich als Sieger feiern. Also, was für eine tolle Geschichte aus Sicht vom Brit, aber aus Schweizer Sicht hat es nicht so wirklich funktioniert. Auf das können wir sprechen. Und damit herzlich willkommen zu Eingefahren, unser MySports-Magazin rund um Formel E. Schön, dass ihr MySports One eingeschaltet. Wir zeigen euch alle 14 Rennen von dieser Saison live. Die Formel 1-Saison hat aus Schweizer Sicht ganz, ganz schwierig angefangen. Es war schon fast blamabel gewesen. 4 Schweizer Fahrer sind mit dabei und nur ein einziger hat sie Top 10 geschafft, Eduardo Mortara auf dem 7. Platz. Der ehemalige MySports-Experte und heutige Porsche-Fahrer, Daniel Gianni, der ist auf dem 17. Rang gefahren und der Nico Müller und der Sebastian Buemi, die mussten aufgeben. Der Nico Müller sogar noch vor dem Rennstart. Also ganz, ganz, ganz ein schwieriges Rennen aus Schweizer Sicht. Und wir natürlich bei den Schweizern wollen nachfragen, wie es aussieht und die Reaktionen, die seht ihr jetzt. Es war ein ganz positives Tag für mich, aber ein frustrierendes Rennen. Ich glaube, mehr war möglich für heute, speziell im Rennen. Und wir hatten ein bisschen Pech mit Attack Mode und ein paar Kontakt. Ich habe ein paar auch Fehler gemacht. Was ist die Strategie? Jetzt bin ich in Gruppe 2. Es wird natürlich ein bisschen schwieriger, in die ersten 15 zu qualifizieren. Im Qualifying das Problem, dass zwei Autos vor mir abgeflogen sind, unter anderem leider Nico. Und dort konnte ich nicht mehr schnell durchfahren. Ich habe auch viel Zeit verloren. Ja, und dann hinter gestartet ist immer schwierig. Aber wir haben ein paar Issues mit der Energie. Wo sind wir, wo müssen wir sein? Bin ich etwas langsam am Anfang gefahren, habe zu viel Energie gespart am Anfang. Und am Schluss habe ich zu viel übrig gehabt. Wir sind da nicht ganz noch eingespielt. Und ja, einfach so ein bisschen Startschwierigkeiten, glaube ich. Auch zwischen mir, was ich spüre vom Rennen, was der Ingenieur sieht. Aber das haben wir der andere ein paar Mal schon gesagt. Du musst schauen. In den ersten Rennen ist es immer schwierig, egal was du machst. Er hat aus seiner Erfahrung vor 2 Jahren auch geredet. Dann noch. Und dann hat er gesagt, du musst schauen. Plötzlich kommen die Sachen im Rennen zu dir und im Qualifying. Und schauen wir mal. Ich hoffe natürlich. Weil ich weiss natürlich, im Testen sind wir eigentlich gleich schnell. Dort haben wir eigentlich die gleiche Pace gehabt. Aber am Renntag ist es etwas anderes. Oder? Wenn man muss die Strecke anpassen und so weiter, relativ schnell reagieren, was macht man im Auto, was nicht. Da kommt schon noch ein bisschen Erfahrung rein und ja, da muss ich noch ein bisschen abschauen und noch ein bisschen lernen, dass ich das dann auch so umsetzen kann und nicht nur am Testtag. Ja, wir haben ein technisches Problem gehabt, schon auf der Startaufstellung. Wir wissen nicht ganz genau, was passiert ist und wir müssten nachher stoppen, weil wir wollten den Elektromotor nicht kaputt machen. Dafür haben wir gestoppt als Safety Measures. Ja, es ist ein Rennen ohne Punkt und das ist nie gut. Es ist wichtig zu sehen, dass das Auto schnell ist, zumindest. Wir werden das Auto ein bisschen verbessern. Die Rennstrecke ist jetzt viel schneller geworden, ungefähr 3 Sekunden schneller als im Qualifying und dafür müssen wir das Auto ein bisschen anpassen, aber sonst nicht viel. Wir werden uns auf guten Job konzentrieren und ja, das ist alles. Ja, der Tag hat eigentlich sehr, sehr gut angefangen. Im freien Training waren wir gut dabei gewesen, von Anfang an. Eigentlich ein gutes Gefühl gehabt im Auto. Die Zeit hat gut ausgesehen, auch wenn das noch im freien Training sekundär ist. Aber trotzdem, das Vertrauen ist da gewesen. Wir waren immer bei der Musik gewesen und im Qualifying hat es eigentlich auch alles mehr oder weniger nach Plan funktioniert, bis in den letzten Sektor, wo der James Calado vor mir ist abgeflogen und zurück auf die Linie ist gekommen, also ja, zurück auf die Linie gespickt worden ist sozusagen. Und ich habe probiert irgendwo auszuweichen, ohne viel Zeit zu verlieren und währenddessen leicht auf die sandige Seite kommen von der Strecke. Und dann hat das Auto verloren und dann ziemlich hart eingeschlagen, ziemlich viel Schaden am Auto und durch das leider dann, das Auto nicht rechtzeitig wieder zurechtgebogen bekommen für das Rennen und müssen zuschauen. Das war natürlich ja, ziemlich frustrierend gewesen, aber zum Glück können wir nochmal angreifen.
So viel zu den Reaktionen der Schweizer Fahrer nach dem allerersten Rennen dieser Saison. Das zweite, das steht kurz bevor und hier in unserem MySports Magazin eingefahren. Rund um Formel 1, da wollen wir die Schweizer vorstellen und die auch ganz hautnah begleiten, die ganze Saison lang. Das bedeutet, der Mann, den ihr vorhin kurz im Interview gesehen habt, der Nico Müller, den haben wir noch nicht vorgestellt. Das machen wir jetzt hier sein Sportrennen. Ja, ich bin der Nico Müller, ich fahre für Geox Dragon in Formel E und ja, bin seit ein paar Jahren als professioneller Rennfahrer unterwegs. Gut, mein Wettkampfspirit sozusagen habe ich auf zwei Rädli entdeckt. Bin Mountainbike-Rennen gefahren, bevor ich auf vier Rädli geswitcht bin. Durch meinen Cousin bin ich eigentlich auf den Kartsport gestoßen. Am Anfang wirklich auch als absolutes Hobby. Also einfach extrem Spass gehabt, grosse Leidenschaft für den Sport entwickelt. Aber habe kein grosses Ziel verfolgt oder so. Natürlich wollte ich Rennen fahren und Rennen gewinnen, aber einfach, weil es gefackt hat. Nicht, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte mal Formel 1 Fahrer werden oder so. Ja, ich würde sagen, ich bin sehr akribisch. Also ich probiere immer alles zu verstehen, wieso das etwas passiert, wieso macht man Setup-Änderung und dann funktioniert das und das besser. Und bin ja, sehr ehrgeizig, will wissen, wieso und warum, dass wir schnell oder eben langsam sind und mich stetig weiterentwickeln. Jetzt steht bei mir der Nico Müller, der vorhin im Porträt gesagt hat, dass er immer nachfragen und wissen, wie etwas funktioniert. Nico, schön, hast du Zeit, da für uns schnell das Lenkrad zu klären. Eben, die Fans hey, die wollen auch wissen, wie es läuft, wie es funktioniert. Vielleicht kannst du es mal in die Kamera reinheben. So, schon speziell, oder? Wir dürfen es nicht anlassen, natürlich, weil es gibt Sachen, die darf man nicht erzählen. Aber Nico, einfach ganz kurz mal die Erklärung. Was ist da alles drauf? Ja, sehr viel. Wie man sieht, wir haben eigentlich hier unendlich viele Einstellungsmöglichkeiten, die wir auch während dem Rennen vornehmen können oder während einer Qualifying Session. Wir fangen gleich mal auf der Rückseite an, weil das sind so die basic, wichtigsten Pedals. Eben so ein Ding hier, nennen wir Pedal. In einem normalen Rennauto, wie man es kennt, sind eigentlich die mittleren immer zum Auf- und Abschalten. In Formel 1 haben wir aber eigentlich nur einen Gang. Von dem her sind die frei für neue Funktionen. Und bei uns ist die Bremsbalance ein sehr wichtiges Element und die verstellen wir genau hier. Also rechts rauf, links runter. Dann die zwei unteren Pedal, links und rechts, sind auch sehr Formel 1-spezifisch. Das ist nämlich dort, wo wir die Energie zurückgewinnen, sogenannte regenerieren. Also wir bremsen dann sozusagen über den Motor auf der Hinterachse und die so wieder Energie zurück in die Batterie einspeisen. Und das passiert über die zwei Pedal hier unten. Je nachdem, ob es dann links oder rechts umgeht, kann man auswählen, welches das dann besser wäre. Ich verstehe, man muss relativ viel Multitasking machen. Wie machst du es im Kopf, dass du weißt, was ist und dann, wenn das du bremst? Also, da spielen viele Faktoren zusammen. Ja, das ist auch eine Gewohnungssache natürlich. Oder? Je mehr Zeit dass du hinter dem Lenkrad verbringst, desto automatischer passiert dann auch alles. Aber am Anfang braucht es schon ein bisschen Zeit. Oder wenn man dann auch hier die verschiedenen Menüs anschaut, das sind sogenannte Rotaries, da kannst du dann wirklich eigentlich jedes Menü selektieren und verstellen tust du es über die zwei oberen Pedals. Was sind verschiedene Menus? Also was? Ja, das ist extrem viel. Also, da darfst du jetzt nicht zu viel erzählen. Da wird es dann langsam heikel, genau. Aber da kannst du einerseits natürlich, was angezeigt wird, einstellen. Du kannst vom Rennmodus in Quali-Modus switchen, In-Lap und so weiter und so fort. Verschiedene Targets, was die Energie angeht. Oder? Aber das Lenkrad ist zwischen Qualifying und Rennen anders eingestellt? Sieht anders aus, genau. Also das Dash, das er hier an ist, zeigt uns im Qualifying ganz andere Informationen als im Rennen. Weil im Rennen geht es ja darum, Energie effizient zu nutzen und an gewissen Stellen Energie zu sparen. Im Qualifying ist das gleich. Oder? Dann musst du einfach möglichst schnell fahren und möglichst optimal das Auto eingestellt haben für eine schnelle Runde. Und darum brauchen wir auch ganz andere Informationen. Nach den Knöpfen an sich gibt es ein paar Klassiker. Der Pitlimiter, der tut eigentlich das Auto auf 50 km/h abbremsen, dass wir hier nicht schnell sind, weil sonst gibt es noch Strafe. Genau das Gleiche passiert im Full Course Yellow. Also eben, wenn ein Auto auf der Strecke steht oder der Renndirektor Full Course Yellow. Dann drückst du den Knopf. Drücke ich den Knopf und dann fährt das Auto nur noch 50 km/h. Also bist du eigentlich dumm, wenn du es vergisst und dann bestraft hast. Ich verstehe, weil es hat es auch schon gegeben. Kann es immer geben, aber du musst natürlich auch zur richtigen Zeit den Knopf gedrückt haben und die 50 km/h erreicht haben. Wenn du zu lang zu schnell bist, gibt es eine Strafe. Und wenn du zu früh wieder deaktivierst, gibt es auch eine Strafe. Aber du willst ja auch nicht spät sein, sonst könnte ja jemand überholen. Also dort spielen wir schon immer am Limit. Also es kann relativ schnell passieren. Und da redest du mit dem Race-Ingenieur eigentlich? Mit dem ja, definitiv. Und der Renndirektor der gibt uns am Funk oder Countdown, wenn das Full Carcello aktiv ist und wenn das wieder aufgelöst wird. Dann, über den Knopf, das ist sozusagen ein Shortcut. Anstatt dass wir die Rotaries nutzen, wo ja gleich schauen muss, bin ich jetzt auf dem richtigen Setting, kommen wir hier auf die Bremseinstellungen sozusagen.
Und hier genauso, das ist einfach die wichtigste Bremseinstellung, darum das Herzchen. Und genau das gleiche gibt es dann für die Beschleunigungsseite sozusagen. Ich verstehe, also bei 280 Stundenkilometer, je nachdem wie schnell du unterwegs bist, musst du das Rädchen drehen? Ja, manchmal spart zusammen gleichzeitig und dann noch Bremsbalance einstellen und noch Schnur am Machst du das auf einer Gerade? Probierst schon, wenn es geht, ja. Aber manchmal gibt es Strecken, wo du in der Kurve so Sachen musst verstellen und keine Wahl hast, dann wird es natürlich relativ heikel. Wenn wir jetzt unterscheiden Formel E zu anderen Rennserien, ist das komplizierter? Ist das das komplizierteste Lenkrad, das du je gehabt hast? Ich glaube schon, ja. Also definitiv nein, weil du eben so viel musst berücksichtigen und nicht nur musst schnell fahren, brauchst du wirklich die Einstellungsmöglichkeit hier alle, um eben möglichst nachher das Optimum zu kommen und dementsprechend sieht das Lenkrad relativ kompliziert aus. Rookie-Wochenende für dich, deine Erwartungen jetzt an diesem Wochenende, was ist so dein Ziel? Sehr schwierig zu sagen, aber natürlich würde ich gerne um Punkte kämpfen, auch wenn es sicher schwierig wird. Wir sind ein relativ kleines Team, aber dafür mit umso ambitionierter und wirklich top motivierten Leuten. Und darum, klar, sind wir hier, um irgendwo die Werksteam unter Druck zu setzen und das eine oder andere Mal zu schlagen. Im Rookie-Wochenende ist es vielleicht noch ein bisschen viel verlangt, aber ich glaube, wir wollen probieren, die Lernphase so kompakt wie möglich zu halten und dann möglichst früh eben um Punkte kämpfen. Wir passen auf jeden Fall aus, was der Nico Müller an diesem Wochenende macht und schauen nicht zu führen auf das zweite Rennen und haben noch einen Schweizer, den wir noch gerne vorstellen, das ist der Eduardo Mortara. Er hat eine ganz spezielle Geschichte, schauen wir mal rein. Hallo, ich bin Eduardo Mortara, ich fahre für Team Venturi im Formel E. Es ist meine dritte Saison in der Meisterschaft. Also ich bin Race-Driver geworden, weil ich mag es, wenn ich war ganz klein. Mein Vater war schon ein Rallye-Driver, meine Onkel auch. Es war ein bisschen eine Familie-Passion und es war nicht ein Traum, erstlich, aber es war mehr ein Ziel. Also ich bin Italiener von meinem Vater, Franzose von meiner Mutter. Ich war in Genf geboren, war immer Franzose und Italienisch und jetzt fahre ich mit der Schweizer Lizenz. Als Gefühl, ich bin vielleicht mehr Schweizer. Der Eduardo Mortara fühlt sich also ein bisschen mehr als Schweizer. Eduardo Mortara steht jetzt bei mir vor nicht seinem Auto, sondern das von Felipe Massa. Das von Eduardo Mortara wurde bereits in die Inspektion geschickt. Eduardo, du bist Schweizer auf dem Papier, aber hast eben Eltern, die kommen aus Italien und Frankreich. Wie ist diese Situation für dich mit drei Pässen insgesamt? Ja, es ist sicherlich ein bisschen speziell für mich. Ich war in Genf geboren und lebe mein ganzes Leben in Genf. Also vom Gefühl natürlich ich fühle mich vielleicht ein bisschen mehr Schweizer und es ist gut. Wir haben ein jetzt mehr Schweizer Auto für diese Saison und also wir hoffen für eine bessere Saison. Ja, wir können das vielleicht ganz schnell ein bisschen zeigen. Das Venturi-Auto, das ist bis jetzt eigentlich immer mehr weiß als rot, aber es gibt einen neuen Titelsponsor. Wir können es vielleicht da schnell zeigen. Rocket Venturi, so heißt das Team neu. Wie gefällt dir das Auto? Ist gefährlich, man könnte es mit Porsche verwechseln. Glaubst du? Ja, ist schon ein bisschen Porsche-like. Ja, also persönlich, ich glaube nicht. Ja, ich lebe das neue Design und wir haben das Glück, dass wir haben einen neuen Sponsor jetzt für diese Saison, Rocket. Sieht gut aus, hoffentlich. Wir werden auch bessere Ergebnisse machen diese Saison. Ich freue mich riesig. Wie wichtig ist das für einen Race-Driver, dass man in einem Auto fährt, das einem gefällt? Der Look des Autos, wenn wir es mal so anschauen. Also, wie wichtig ist das, dass ich sage, hey, mein Auto ist, das sieht gut aus? Natürlich. Also erstlich, das Auto gefällt mir ganz, ganz viel. Viel mehr als letzte Saison zum Beispiel. Und jetzt ja, wir müssen Rennen gewinnen, Podiumplätze machen und dann ist es perfekt. Du bist insgesamt einer von vier Schweizer Fahrern im Cockpit. Du hast ein bisschen die Außenseiterrolle zusammen mit Nico Müller. Ihr seid beide in einem kleinen Team. Wie sieht da die Dynamik aus, wenn das Team nicht so groß ist wie zum Beispiel Audi, BMW oder Porsche? Ja, also es ist natürlich nicht einfach. Wir haben starke Gegner, ganz große Stellen. Ich glaube, letztes Jahr es war viel schwieriger.
Wir müssen alles entwickeln, aber dieses Jahr ist es ein bisschen etwas anders. Wir arbeiten ganz viel mit Mercedes und Mercedes entwickelt das Powertrain und die Softwares. Also wir machen ganz viel mit Mercedes. Ich glaube, wir sind glücklich. Also natürlich ist es die erste Saison für Mercedes in Formel E. Es wird schwierig für die erste Rennen, aber dann, ich glaube, es wird gut. Was bedeutet das jetzt, wenn der Antriebsstrang, also sozusagen der Motor des elektrischen Autos, von Mercedes kommt, von einem großen Team, das eben neu mit dabei ist, du hast das angesprochen, macht man sich da, denkt man, hey, die Saison liegt mehr drin als letzte Saison? Ich glaube, also wie ich habe schon gesagt, es wird schwierig in die erste... Was ist das Ziel von Venturi in dieser Saison? Weil man ist ein kleines Team, aber mit einem großen Antriebsstrang von Mercedes? Das ist ganz schwer zu antworten. Wir wissen nicht jetzt, wo wir stehen gegen die anderen. Und wir müssen die Software noch viel, viel entwickeln. Aber ich bin ganz optimistisch für die zweite Halbsaison. Ich glaube, dass es wird möglich, ganz gute Rennen zu machen. Und, aber in die Punkte fahren oder ein Podium, was ist dein persönliches Ziel, bevor wir in diese Saison starten? Also ich hoffe Punkte an der Beginn dieser Saison und dann mehr später. Also das ist Eduardo Mortara, ein Mann mit drei Pässen, der für die Schweizer Flagge fährt. Und wenn ihr daheim mal schauen wollt, oder vielleicht ihn auf dem Racetrack entdecken, bei einem Live-Race oder so, wenn ihr ausschickt, der Eduardo Mortara hat gängig so eine tolle Sonnenbrille an. Oder immer Mr. Cool Guy. Der Eduardo Mortara, Edo, vielen Dank, viel Spaß beim zweiten Rennen in dieser Saison. Und ihr daheim natürlich jetzt auch viel Spaß beim Zuschauen. Euer Kommentator, das ist der Herbert Zimmermann.